4, weil Gartenstadt eine neue Straßenbahnlinie bekommt, die sozusagen den Mannheimer Innenstadt mit dem Norden nochmal verbindet. Und vor 30 Jahren gab es schon mal, oder eigentlich vor 40 Jahren sozusagen, gab es schon mal den Plan, hier auch eine öffentliche Personennahverkehrsverbindung aufzulegen. Und zwar über eine Hochbahn, die bei der U-Bahn 1975 getestet wurde und dann hier weiter ausgebaut werden sollte. Und das ist aber leider nicht gekommen. Wir wollen heute darüber reden, warum ist es dazu nicht gekommen, was wäre an dieser Technologie wirklich auch heute noch visionär oder auch nicht. Und warum gibt es jetzt eine Straßenbahn und warum gibt es so viele Gartenstädter, die dagegen sind oder zumindest gegen diese Form der Straßenbahn, wie sie jetzt sind. Und wir sagen es nur ganz kurz, wir haben noch morgen und am Samstag zwei Veranstaltungen, wer uns damit suchen will. Der Plan liegt draußen zu den anderen Terminen und man kann alle Gespräche, die wir in den letzten Jahren veranstaltet haben, auch im Internet angucken. Da gibt es eine Internetseite, Polini Social Club, und da kann man das alles auch nochmal nachhören und nachsehen. Und dann übergebe ich jetzt mal an Kollege Rack, weil ich so ein bisschen schlecht bei Stimme bin und du stellst die Gäste vor. Nee, mach du mal weiter, ich bin hier noch. Dann brauche ich mal ein Mikro. So, also die Gäste für heute sind direkt neben mir Heiner Monheim. Er ist Stadtplaner und quasi Experte für Hochbahnen in Europa. Und mit ihm wollen wir eben über sozusagen aktuelle Konzepte für öffentlichen Personennahverkehr sprechen, über Mobilität und insbesondere über die Idee der Hochbahn. Und Emmerich Rongisch, er war Betriebsleiter der Aerobus-Teststrecke, der Hochbahn-Versuchsanlage, wie es korrekterweise heißt. Also sozusagen der Experte für das Experiment damals in Mannheim. Und Sie sind herzlich eingeladen, ihr seid herzlich eingeladen, euch einzumischen mit Kommentaren, mit Fragen. Ich bin sicher, Herr Egermann hat einiges beizutragen aus seinem Wissen. Und genau. Also ich habe da auch nochmal so einen speziellen Zugang jetzt zu dem Thema, weil ich für den ersten Bürgermeister Specht eine Bürgerinformationsveranstaltung letztes Jahr gemacht habe für eine neue Technologie, nämlich einen Bus, einen Elektrobus, der per Induktion immer wieder zwischengeladen wird, alle 2-3 Haltestellen. Und dann war er ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen ängstlich, wie das alles läuft, weil er vorher durch diesen Prozess der Stadtbahn Nord gegangen ist. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, was hier so passiert und dass es da einfach so auch so starken Protest gibt oder so viel Disput drüber. Ne? Und das habe ich dann so ein bisschen mitgenommen, habe mir in dem Moment aber auch gedacht, Moment, wir haben hier jetzt eine neue Technologie, die wird erprobt, sogar also wirklich im reellen, auf einer reellen Strecke zwischen Lindenhof und dem Hauptbahnhof. Und dann hat man hier jetzt dieses Riesending gebaut. Ne? Und was mich jetzt erstmal interessieren würde, wie zeitgemäß ist denn das jetzt eigentlich? Ja, also ich finde es generell Unsinn, die einzelnen Systeme des öffentlichen Verkehrs irgendwie gegeneinander auszuspielen. Also wenn wir hier nachher vielleicht über Hochbahnen und urbane Seilbahnen und Ähnliches reden, dann macht man das nicht, um zu sagen, Straßenbahn ist Quatsch, sondern dann macht man das, um zu sagen, es gibt neben Bus und Straßenbahn auch noch andere öffentliche Verkehrsmittel. Jedes hat seine spezifischen Vor- und Nachteile und Einsatzbereiche. Das ist so wie im Konzert aus der ersten Geige, zweiten Geige, dritten Geige und dem Bass und dem Piano. Erst dann wird ein gescheites Orchester draus. So braucht man auch im öffentlichen Verkehr die verschiedensten Elemente. Es ärgert mich, dass in Deutschland, obwohl wir Europas Land mit den nach wie vor meisten Straßenbahnsystemen sind, es in den letzten 20 Jahren bis auf ein paar gute Beispiele versäumt worden ist, die öffentliche Meinung im Zusammenhang mit der Straßenbahn irgendwie sinnvoll zu gestalten. Also in Aachen ist ein Straßenbahnprojekt gescheitert, was den Campus an der Peripherie erschließen sollte. In Bielefeld ist eine Verlängerung einer Straßenbahn gescheitert. Die einzige Großstadt, die in Deutschland mutig und weiter Straßenbahnausbaupolitik macht, ist München. Da werden ganz viele neue Tangentialstrecken und Verlängerungsstrecken gemacht. Und die haben auch sehr früh angefangen, die üblichen Bedenken, die es immer gibt, wenn man eine Straßenbahn neu plant oder eine Verlängerung plant,
durch A eine gute Gestaltung, aber auch B eine gute Bürgerbeteiligung aufzufangen. Wenn wir mal eben über den Rhein rüber hüpfen und nach Frankreich gehen. In Frankreich sind in den letzten 15 Jahren 30 neue Straßenbahnsysteme entstanden. Da ist die Situation völlig anders. Da gibt es Bürgerinitiativen, die furchtbar schimpfen, warum haben wir noch keine Straßenbahn und wann kommt jetzt endlich die Straßenbahn? Und da wird Straßenbahn eigentlich immer erstens städtebaulich gut gestaltet. Das ist ja hier in Mannheim in letzter Zeit durchaus auch so, mit grüner Trasse und mit Alleen, mit Bäumen verbunden. Und wenn eine vierspurige Straße, wo 25.000 Fahrzeuge oder 30.000 Fahrzeuge drauf sind, zwei Spuren weggenommen kriegt, eine Allee gemacht wird, statt der 40.000 Autos nachher nur noch 7.000 übrig bleiben, dann kann eigentlich niemand was dagegen haben, dass die Straßenbahn dafür sorgt, dass es da ruhiger wird und dass es da schöner wird und sicherer wird. Unser Drama ist, dass die Ingenieure, die heutzutage in Deutschland Straßenbahn planen, sehr oft, ich sag mal, sehr stur sind, sehr einheitlich und unflexibel ihre Querschnitte durchziehen wollen. Also in manchen Fällen werden dann halt statt neue Alleen zu pflanzen, bestehende Alleen abgeholzt für eine Straßenbahn. Das hat aber nichts mit der Straßenbahn an sich zu tun, sondern mit dem Unvermögen von Planern, flexibel mit sowas umzugehen. Ich will nur ein paar kurze, schnelle Argumente sagen, warum eigentlich Straßenbahnen lange beliebt waren. Also es gab in Deutschland mal eine richtige Straßenbahnkultur. Ich weiß nicht, wer den Weißferdl kennt in München, ein Wagen von der Linie 8 etc. Also da war Straßenbahn ungeheuer volkstümlich, populär und leistungsfähig. Das ist der große Unterschied zwischen den Bussen, die hier rumfahren, und der Straßenbahn, dass die Straßenbahn eine Nummer größer ist. Also mit einem Fahrer das Doppelte oder auch Dreifache an Menschen befördern kann und dass eine Straßenbahn normalerweise psychologisch im Kopf besser verankert ist, weil man sieht einfach, wo die langfährt. Da liegen halt Schienen, da weiß man, okay, an einer Straße, wo nur Busse fahren, erkennt man eigentlich die Tatsache, dass Busse da fahren, überhaupt nicht. Es sei denn, man sieht die Haltestellen in gewissen Abständen. Man kann das ändern. Also es gab Städte, die versucht haben, einfach mit Farblinien im Asphalt kenntlich zu machen, dass hier der Bus der grünen Linie langfährt und drei Straßen weiter ist ein blauer Strich. Das ist dann der Bus. Das kann man auch, aber das macht man in Deutschland üblicherweise nicht. So, und selbst wenn alles gut geht, also wenn wir mal unterstellen, die Bürger wollen Straßenbahn, alle sind sich einig, dann dauert in Deutschland Straßenbahnplanung entsetzlich lange, im Gegenteil zu früheren Zeiten. Also die Blütezeit der Straßenbahn war irgendwie von 1900 bis, sagen wir, bis zum Zweiten Weltkrieg. In dieser Zeit sind massenhaft und von jetzt auf gleich Netze ausgebaut worden. Meine Heimatstadt Aachen hatte ein Straßenbahnnetz von 240 Kilometer. Das waren Überlandstraßenbahnen, die weit in die Region bis nach Holland und nach Belgien fuhren. Und das ist alles innerhalb von 2, 3, 4 Jahren entstanden. Also damals ging das hoppla hopp. Irgendjemand war der Meinung, okay, wir brauchen Straßenbahnen. Und dann wurde gewissermaßen grünes Licht geschaltet. Und dann ging es so. Heute muss man, weil Straßenbahnen nicht ganz billig sind, wenn man sie baut, man muss erstmal Anträge stellen, dann gibt es ein ÖPNV-Ausbauprogramm des Landes und dann kommt man da in eine lange Warteschlange und von der ersten Idee bis zur wirklichen Realisierung vergehen, völlig unabhängig davon, ob die Bürger jetzt Hurra schreien oder entsetzt sind, es vergehen in jedem Falle 10, 12, 15 Jahre, weil das entsetzlich langsam ist. Das ist einer der Gründe, warum ich selber in den letzten 10 Jahren ein anderes Verkehrsmittel mit in die Diskussion gebracht habe, wo es viel schneller geht, nämlich die urbanen Seilbahnen, also auch eine Art von Hochbahn. Wir können das nachher, wenn Sie den Film zeigen, den Unterschied zwischen Ihrer damaligen Hochbahn, die durchaus ein sehr innovatives Projekt war, wenn man sie mit der Wuppertaler Schwebebahn vergleicht, das war die schwere Hochbahn, also ziemlich massive Stahlkonstruktion, also okay, das war damals halt angesagt. Ihre Bahn war eigentlich relativ filigran und gut gestaltet und es ist wirklich bedauerlich, dass sie wieder verschwunden ist. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die 70er Jahre generell in Deutschland so eine Zeit der Innovationen war. Gab es eine eigene Studiengesellschaft Nahverkehr, die auch in ihrem Projekt die Finger drin hatte, weil die einfach verschiedene Techniken damals ausprobiert haben. In Erlangen zum Beispiel gab es ein Parallelprojekt zu einer möglichen Hochbahn, was am Ende auch am Bürgerwiderstand gescheitert ist. Was man da auch ein bisschen verstehen kann, da war eine barocke Altstadt, da sollte das mitten durchgehen.
Ja, muss man sich schon sehr anstrengen, dass man in einer barocken Altstadt überhaupt so ein Verkehrsmittel unterbringt. Was ist der Unterschied zwischen Ihrer damaligen Hochbahn, die manche Ähnlichkeit mit der Wuppertaler Schwebebahn hat, und einer urbanen Seilbahn? Bei einer urbanen Seilbahn hängen in der Luft eigentlich nur die Seile. Normalerweise drei Seile. Wer bei Ihnen mal bei der Bundesgartenschau in Koblenz war, da ist eine solche urbane Seilbahn in 12 Monaten, also vom Startschuss, wir wollen die haben, bis zur Betriebseröffnung, sind nur 12 Monate vergangen. Das geht ratzfatz. Warum? Weil man für so eine Bahn ja eigentlich nur ein paar Masten braucht. Die braucht man. Da muss man, das wird meistens mit dem Hubschrauber gemacht, die Seile spannen. Das geht innerhalb von einer Woche, ist das erledigt. Dann müssen die Gondeln halt dafür hergestellt werden. Und das ist der erste große Unterschied. Ihre, das hieß ja nicht umsonst Bus, Luftbus, Ihre Fahrzeuge waren von der Größe durchaus vergleichbar mit einem großen Bus oder einer großen Straßenbahn. Also das waren so große Fahrzeuge, dass man die nicht an ein Seil hängen konnte, sondern die brauchten einen festen Fahrweg, aber einen doch relativ kleinen festen Fahrweg. Also im Unterschied zu den H-Bahnen, die wir von Flughäfen kennen, Düsseldorfer H-Bahn am Flughafen, oder manche werden vielleicht in Dortmund die H-Bahn an der Universität kennen. Das sind massive Betonmasten und massive lineare Betonelemente, die schon ein Brocken sind. Ihr System war sehr viel leichter, sehr viel einfacher und, muss man auch wirklich sagen, sehr viel filigraner und ehrgeiziger gestaltet. Also da hat man sich was überlegt, was einfallen lassen. Eigentlich ein tolles Ding. Deswegen sage ich ärgerlich, dass es am Ende wieder verschwunden ist. Und die Seilbahnen sind noch viel leichter. Da ist außer den Masten sind eigentlich nur die Stationen von Interesse. Und jetzt kommt ein wichtiger Unterschied zwischen Ihrer H-Bahn. Ihre H-Bahn in Mannheim hätte man problemlos in die eine Richtung um 7 Kilometer und in die andere Richtung um 10 Kilometer verlängern können. Es gibt bei diesem Typ Bahn eigentlich keine Restriktionen, was den Aktionsradius angeht. Ob die 3 Kilometer oder 5 Kilometer oder 10 Kilometer fährt, weil die eine bestimmte Geschwindigkeit fahren kann. Bei einer Seilbahn ist das ein bisschen anders. Eine Seilbahn ist etwas labiler. Die hängt ja nur an einem Seil. Wenn man da schneller als 20, 22 Stundenkilometer fährt, fängt das Ding an zu schaukeln. Dann gibt es Menschen, die schon mal den Magen gerne umdrehen würden. Also das kann einfach nicht beliebig schnell fahren. Von daher ist der Aktionsradius von solchen urbanen Seilbahnen beschränkt. Das kann man über 3 Kilometer machen, kann man auch noch über 5 Kilometer machen. Wenn es eine längere Strecke ist, dann sind die Bodenverkehrsmittel eigentlich schneller. Daraus resultiert, dass man solche Seilbahnen eher als Lückenfüller macht. Also uns fehlt im Netz 3 Kilometer, oder man macht es wie in Koblenz, weil vom Tal will man auf den Berg hoch. Und wenn man auf den Berg hoch will und macht das mit einer Straßenbahn, dann würde man da riesen Serpentinen bauen müssen. Das ging da nicht, weil da ein Felsen ist. Oder man macht es als Brückenersatz. Das ist so der typische Einsatzbereich der Kölner Seilbahn, die es zur damaligen dortigen Bundesgartenschau gegeben hat. Seilbahnen werden lustigerweise fast immer mit irgendwelchen Großereignissen verbunden. Die Expo in Hannover kriegt da eine eigene Seilbahn. Die Buga in München kriegt da eine eigene Seilbahn. Die Buga in Rostock kriegt da eine eigene Seilbahn. Also irgendwie kommt man immer auf die Idee, meistens weil solche Großereignisse ja nicht 15 Jahre im Voraus geplant werden, sondern das geht relativ schnell. Also zack, jetzt wird der Entscheid gefällt, ihr kriegt die Buga und 5 Jahre später soll das Ding eröffnet werden. Also wenn die Planung für eine Straßenbahn 10 Jahre dauert, dann kann man da mit einer Straßenbahn nichts machen, weil das zu lange dauert. Und dann fällt dem Planer normalerweise sowas wie eine Seilbahn ein. Okay, und damit ist, meine ich, schon das Wichtigste gesagt. Und nochmal, das dient alles überhaupt nicht dem Zweck, in Mannheim die Straßenbahn platt zu machen und zu sagen, nie mehr wieder Straßenbahn in Mannheim, sondern es dient dazu, aus beidem oder plus die Busse, plus die S-Bahn, plus das, was Sie im Eisenbahnbereich haben, ein möglichst gutes System zu machen. Aber innovativ ranzugehen und sich nicht nur darauf zu beschränken, was kennen wir? Aha, wir kennen Busse, vielleicht jetzt dann demnächst auch Elektrobusse, Wasserstoffbusse, also neue Technologien, das ändert ja im Prinzip nicht viel an der Funktionsweise eines Busses. Es ist nur ein anderer Antrieb, so wie ein Elektroauto das Auto ja nicht groß verändert, außer dass es einen anderen Antrieb hat, braucht den gleichen Platz, und im Stau ist es genauso.
gefangen wie ein Benzinerauto oder ein Dieselauto. Während diese Hochsysteme unabhängig vom sonstigen Verkehr sind, sie sind also im besten Sinne U-Bahnen, aber nicht U im Sinne von unter der Erde, sondern U im Sinne von unabhängig vom sonstigen Verkehr. Hängt nicht im Stau, kann über das nächste Gewerbegebiet, kann über die nächste Schiene, über den nächsten Fluss einfach drüber schweben. Und das ist schon eine interessante Fähigkeit, die diese Systeme haben. Das wäre mein Einstieg dazu. Man merkt, Sie sind ein Hochbahn-Evangelist, kann man schon fast sagen. Und ein Straßenbahn-Evangelist und ein Bus-Evangelist. Und jetzt sind wir doch ziemlich schnell bei der Hochbahn gelandet. Ich habe das jetzt so ein bisschen interpretiert, dass man jetzt auch im Vergleich vielleicht zu Frankreich sagen kann, dass in Deutschland noch also schon auch so ein gewisser Straßenbahnverdruss ist. Es gibt viel Widerstand. Sie haben da vielleicht mehr den Überblick. Es gibt viel Widerstand, aber es gibt zum Glück ja auch andere Projekte. Also Karlsruhe gilt so klassischerweise als das Mekka der Straßenbahnentwicklung durch dieses Karlsruher Modell, also zwei Systemstraßenbahnen, die sowohl auf Eisenbahnschienen als auch auf Straßenbahnschienen fahren können. Chemnitz ist eine Straßenbahnstadt, Saarbrücken hat endlich wieder eine Zweisystemstraßenbahn eingeführt. Also es gibt auch erfolgreiche Beispiele, aber es gibt ärgerlicherweise auch ein paar Beispiele, wo die Planer sich so dämlich angestellt haben, dass sie einfach am Widerstand am Ende gescheitert sind. Und generell muss man sagen, das Geld ist knapp. Im Augenblick ist es schwer, ein neues Straßenbahnprojekt überhaupt noch irgendwie einzutüten, weil auf absehbare Zeit das wenige Investitionsgeld, was noch da ist, mehr oder weniger schon durch Projekte belegt ist. Was sind denn so die verbreitetsten Argumente aus den Teilen, die gegen Straßenbahn sind, wenn wir mal bei Straßenbahn bleiben? Also es gibt eine große Angst vor Straßenbahnen. Das hat ein bisschen auch mit dem Design der Straßenbahn zu tun. Die französischen Straßenbahnen sehen einfach leichter und gefälliger aus. Oder nehmen wir Wien, ist Straßenbahnhauptstadt in Europa. In Wien macht jeder durchschnittliche Bürger 600 Straßenbahnfahrten im Jahr. Muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon zweimal am Tag sitzt jeder Wiener in seiner Straßenbahn. Von wem ist die designt worden? Von Porsche. Das ist eine Porsche-Straßenbahn, muss man sich mal vorstellen. Eine Straßenbahn, die niederstflurig ist, also da muss man wirklich nur noch 3 Zentimeter Höhenunterschied überwinden. Die französischen Straßenbahnen, zum Beispiel die in Straßburg, ist fast nur aus Glas konstruiert. Das muss man sich vorstellen. Die ist so transparent, dass niemand Angst vor dem Ding haben muss. Unsere deutschen Straßenbahnen kommen oft wie Panzer daher. Also ganz bullig, ganz eckig. Die Fenster normal oder manchmal auch noch kleiner zugeklebt mit irgendwelcher Werbung oder so. Und dann kann man es verstehen, dass Menschen an der unmittelbaren Trasse sich in irgendeiner Form bedroht fühlen. Dann gibt es Angst vorm Lärm. Da muss man einfach sagen, wenn Sie eine Straßenbahn mit einer grünen Trasse machen, so wie hier jetzt vor der Haustüre, also ein Rasengleis machen, und wenn Sie ein Flüstergleis machen, Flüstergleise sind solche, die in einem Gummibett liegen, also wo alles Metall gepuffert ist, dann ist das wirklich eine Flüstertram. Das kann man machen, aber deutsche Straßenbahnplaner sind nicht unbedingt so sensibel, dass sie von Anfang an sagen, wir nehmen das leiseste denkbare System, sondern die sagen erstmal, es soll nicht viel kosten, also nehmen wir halt ein Schotterbett und verbarrikadieren das hinter Leitplanken. Und machen das mit Hochbahnsteigen, das ist so die nordrhein-westfälische Variante. Und dann hat das eine irre Trennwirkung und dann habe ich Verständnis dafür, dass Bürger sagen, die machen unsere Straße hier mit Hilfe einer Straßenbahn kaputt. Da muss man die Leute mal nach Frankreich scheuchen, sich das angucken, wie man es besser machen kann. Sie sprachen von einer Porsche-designten Bahn. Und es geht jetzt auch darum, dass tatsächlich die Mittel knapper werden. Die werden auch wirklich zusehends knapper. Ist so eine Porsche-Straßenbahn dann auch teurer aufgrund des Designs oder ist es marginal? Also bei allen Straßenbahnen ist der Hauptpreisfaktor die Serie, die Menge. Also wenn eine Weltstadt wie Wien 200 neue Straßenbahnzüge bestellt, dann kriegen die einen anderen Preis, als wenn Mannheim 15 neue Straßenbahnzüge bestellt. Da gibt es Flatrate-Logiken. Das Zweite, das ist eine Niederstflurtram, die natürlich, weil sie so niederstflurig ist, die Haltestellenkosten reduziert. Also normalerweise müssen Sie, können wir um die Ecke ja sehen, müssen Sie irgendwie was erhöhen. Sie brauchen also sowas Ähnliches wie einen Bahnsteig. Das können Sie sich sparen. In Mannheim sparen wir uns das ja in der Fußgängerzone auch weitgehend.
Dann gehört zu so einer Haltestelle halt nur noch irgendwie der sogenannte Fahrgastunterstand, irgendein Wetterschutz. Aber Sie müssen da keine massiven Bauwerke machen. Stadtbahnen in Nordrhein-Westfalen brauchen massive Bauwerke. Da ist irgendwas mitten in der Straße, was 70 Zentimeter hoch ist, wo Sie erst eine Treppe hoch müssen, damit Sie überhaupt auf den Bahnsteig kommen. Und diese Straßenbahnen sind, das ist der Fluch der Hochgeschwindigkeitsphilosophie, die sind so gestaltet, dass sie hinter Zäunen verbarrikadiert werden. Also da darf um Gottes Willen niemand mehr über die Gleise. Die Münchner machen das ganz anders. In München gehen täglich Millionen Menschen über die Schienen der Straßenbahn. So wie hier in Mannheim natürlich auch in der Innenstadt. Ist doch logisch, da betritt Fußgänger ständig die Gleise. Was aber bedeutet, die Straßenbahn kann da nicht mit Tempo 80 durch die Innenstadt brettern, sondern die fährt da relativ langsam. Und das ist auch gut so, weil das soll keine Rakete sein, sondern das soll ein zuverlässiges Verkehrsmittel im Takt und ja, mit einer halbwegs konkurrenzfähigen Reisezeit sein. Und das erreiche ich eher durch, wie Sie hier draußen sehen, durch eine eigene Trasse, ein eigenes Gleis, als dass ich da mit Tempo 70 irgendwo durchbrettere. Das ist gar nicht entscheidend. Und wer sind im Wesentlichen so die Hersteller von Straßenbahnen? Naja, es gibt in Deutschland nicht mehr so viele, wie es mal gab. Wir waren mal ein Land der Schienenfahrzeughersteller. Also es gibt im Moment die Uerdinger in Krefeld. Es gibt in Niedersachsen einen großen... Ja, und es gibt natürlich auch ausländische Hersteller und heute muss sowas immer europaweit ausgeschrieben werden. Also Sie können nicht sagen, mein Spezi, früher hieß es Talbot in Aachen, war ein großer Straßenbahnhersteller, heute heißt das Bombardier. Das sind alles Weltkonzerne und wenn Sie 10 neue Straßenbahnen bestellen wollen, dann können Sie nicht sagen, ich gehe da zu dem hin und sage, ich hätte gern 10 Straßenbahnen, sondern Sie müssen das ausschreiben. Und da müssen sie halt definieren, was sie wollen, wie lang, wie groß, wie breit, wie hoch und so weiter. Und spannend ist, was die Franzosen auch gelernt haben, ist oberleitungsfreie Straßenbahnen. Also wir kennen die Straßenbahnen ja nur, dass da oben Drähte sind. Die deutschen Drähte sind meistens ziemlich dicke Drähte, also das ist nochmal ein Thema für sich, welche Abspannungen und Mastdicken eine Straßenbahn braucht. Die Franzosen haben gelernt, das wieder ein bisschen filigraner zu machen, dünnere Drähte zu nehmen. Und weil in Frankreich Straßenbahnen jetzt zum Beispiel in Bordeaux mitten durch die historische Innenstadt fahren, hat man gesagt, das muss doch gehen, dass so eine Straßenbahn mit ein bisschen Schwung da einfach reinfährt. Und siehe da, da gibt es Bremsenergierückgewinnung. Und dann gibt es ein 3 Kilometer langes Stück, wo die Straßenbahn keine Oberleitung hat, sondern wo die so weiterfährt. Da kriegt die einen Akku, wenn sie mal bremsen muss und wieder anfahren muss, damit sie da nicht angeschoben werden muss. Und das ist eine Technik, wo ich mir gewünscht hätte, dass Frau Merkel und der damalige Verkehrsminister Tiefensee, als die ersten besoffenen Kommentare zur Elektromobilität kamen und wir immer noch verzweifelt versuchen, ein paar Autos zu elektrifizieren, was uns nicht sehr gut gelingt, dass es ein eigenes, großes Forschungsprogramm elektrische Straßenbahnen ohne Oberleitungen gegeben hätte, weil das ist die Zukunft. Logisch, solche Oberleitungen kosten einen Haufen Geld, machen eine Menge Ärger, weil sie müssen die irgendwo verankern. Früher ging man einfach zum Hausbesitzer und hat gesagt, hier, ich mache einen Anker in deine Wand und dann kommen da die Abspannungen ran. Da wird heute der Hausbesitzer sagen, hey, du spinnst, oder wird die Hand aufhalten und sagen, kostet 30.000 Euro. Und deswegen müssen sie jetzt dann eben viel massivere Masten machen, weil sie ja irgendwo die Kräfte, die in diesen Spannungen drin sind, müssen sie irgendwo hinleiten. Also entweder in die Hauswand, wenn das nicht geht, dicker Mast. Ja, wenn es ohne Oberleitung ging, wäre doch viel besser. Also da muss man eine Menge Forschung machen und das ist ärgerlich in Deutschland, dass Straßenbahnforschung kein großes Thema ist. Wie ist denn das Verhältnis von den Baukosten her zwischen Oberleitung und der Schienenverlegung? Mit allem, also, was da an die Oberleitung dazu plus die, dazu gehört ja dann irgendwo dass die Kraftzentrale, wo sie den Strom herkriegen, alles drum und dran. Das macht in der Regel, jetzt lasse ich mal die Fahrzeugkosten außen vor, ich mache nur die Fahrwegkosten. Das sind etwa 20% der Fahrwegkosten, die da reingehen. In die Oberleitung? Ja, genau. Und der Rest ist. Also Oberleitung plus Masten. Also okay. Und ja. Die Stromversorgung, also das, wenn Sie so wollen, das Stromsystem mit allem, was dazu gehört. Und wenn man mal einfach sagt, so in den letzten 10 Jahren, was ist da an Straßenbahnen gebaut worden, wo man hätte vielleicht mal ein Auge auf Schwebebahnen werfen können? Also richtig
alternativ geprüft worden ist eigentlich nur im Falle Aachen. Da hat die Stadt, das fand ich eigentlich sehr gut, bevor sie überhaupt diese Planung angefangen hat, ein Gutachten vergeben, man möge doch alle schienenähnlichen, Seilbahnen gelten auch als Schienenbahnen, das sind sogenannte Bahnen besonderer Bauart. Mhm. Also alle diese Systeme möge man mal vergleichen nach ihren Kosten, Leistungsparametern und so weiter und so weiter. Es war eigentlich ein sehr interessantes Gutachten, was damals vergeben wurde. Aber da entstand das Problem, was dann in der Bürgerschaft sehr missverstanden wurde, dass, weil die Menschen, die das Gutachten gemacht hatten, hatten keine gescheiten Seilbahnbilder. Und dann haben sie Bilder von der Dortmunder Hochbahn genommen und haben gesagt, so ähnlich sieht eine Seilbahn auch aus, was natürlich Quatsch ist. Und schon war das Kind im Brunnen. Naja, das war natürlich strategische Bildrecherche. Und am Ende gab es einen Bürgerentscheid und alles ist durchgefallen. Und jetzt gibt es gar nichts. Jetzt fahren da Busse raus und Busse sind zwar in der Anschaffung billiger und die Busse kriegen die Straßen, die es eh schon gibt. Also das ist der große Vorteil der Busse. Aber Busse sind in den Betriebskosten extrem teuer, weil bisher es keine fahrerlosen Busse gibt, sondern jeder Bus braucht seinen eigenen Motor, seinen eigenen Fahrer. An den Gesamtkosten des öffentlichen Verkehrs macht das Personal in der Regel größenordnungsmäßig 60-65% aus. Und wenn Sie da sparen können, weil bei einem Hochbahnsystem muss nicht, das galt auch für die alte Mannheimer Hochbahn, da hat ja nicht jedes Ding einen eigenen Motor, sondern die werden mindestens bei den Seilbahnen von einer Zentrale angetrieben, laufen vollautomatisch und das einzige Personal, was es da gibt, ist an den Stationen. Und da hat das Personal mehr oder weniger die Aufgabe, ja, ich sag mal, einem Rollstuhlfahrer zu helfen oder Informationen auszuteilen. Also betrieblich ist das auch nicht nötig, aber man will das gerne aus Sicherheitsgründen haben. Und dann müssen da 2-3 Leute in der Kraftzentrale dafür sorgen, dass die Maschinen laufen. Und der Rest ist uninteressant. Also gab es quasi nur eine Stadt, die tatsächlich mal erwogen hat, solche Systemvergleiche zu machen. Okay. Nein, das ist nicht richtig. Also in Hamburg gab es ein Seilbahnprojekt für die Musicaltheater. Da war ein Privatinvestor. Man muss auch sehen, die Koblenzer Seilbahn ist auch sehr speziell entstanden. Die ist nicht als öffentliches Verkehrsmittel gefördert worden, sondern es war Privatinvestment. Und man höre und staune, nach weniger als einem Jahr waren die Investitionskosten raus, weil die Koblenzer und die Besucher so jeck, rheinisch gesagt, auf Seilbahnfahren waren, dass zu einer Zeit, als da oben noch Baustelle war, schon 80.000 Leute für teures Geld, da kosteten damals die Fahrten, wenn ich mich recht erinnere, hin und zurück 12 Euro oder sowas. Und die sind trotzdem zu Zehntausenden, haben die sich auf diese Seilbahn gestürzt, weil das natürlich ein besonderes Erlebnis ist, wenn sie da über den Rhein rüber schweben und von da oben den Blick über die Stadt haben. Und das ist der besondere Vorteil. BMW, Mercedes und wie die alle heißen, womit werben die? Mit Fahrkultur, mit Fahrerlebnis. Also warum soll der öffentliche Verkehr immer nur wie Sauerbier angeboten werden? Warum kann man da nicht auch wirklich ein Fahrerlebnis draus machen? David, kann ich nur wieder sagen, auf nach Frankreich, man gucke sich an, was das für ein Fahrerlebnis ist. Sehen und gesehen werden. Also Mannheim hatte ja sein Hochbahnfahrerlebnis schon mal während der Bundesgartenschau 75. Und also das ist echt interessant. Wir hatten es gerade letztens davon, wie lange ein Ort es braucht, sein schlechtes Image unter Umständen wegzukriegen auf der Schönau. Hier ist es umgekehrt. Es ist schon interessant, wie stark sich diese Erinnerung an diese Bahn auch tradiert hält in Mannheim. Aber das nur in Mannheim. Unter Fachleuten ist das alles in Vergessenheit geraten. Alles in Vergessenheit, okay. Also hier hält sich es eigentlich ganz gut, muss man sagen. Das war wirklich, war natürlich auch eingebettet in die ganze Huga-Euphorie damals und Space Age und alles. Das war ja alles hier auch mit der Multihalle experimentell. Und wir haben jetzt hier auch den damaligen Betriebsleiter von der Hochbahn Aerobus in Mannheim, damit auch jeder nochmal, der vielleicht jetzt nicht das alles von älteren Leuten erzählt bekommt oder dabei war, einen Eindruck hat, haben wir hier ein Filmchen. Das haben wir uns gezogen von der Firma, die das damals hier aufgebaut hat. Da werden wir näher noch drauf reingehen. Und ich habe das auch noch unterlegt mit der Musik von Peter Seiler,
bevor er mehr in das Geschäft von Radio-Jingles und so eingestiegen ist, tatsächlich noch Krautrock gemacht hat. Und es einfach auch eine Zeit war, wo man sich sehr, und das ist eine sehr frühe Zeit, 74 ist das Stück, ziemlich an Synthesizern ausgetobt hat. Einfach da noch unterlegt, weil es einfach so schön passt. Ich fahre das mal ab. Also Aerobus Mannheim. Ja, da biegt die schon ab. Ah, genau, das ist Max-Josef-Straße übrigens. Wie bitte? Ja. Genau, die Feuerwache. Und der eine Turm stand, glaube ich, noch gar nicht. Also ein Turm stand noch nicht direkt hinter der Feuerwache. Eins Tor. Also wir sehen jetzt gerade einen Fahrgastwechsel an einer Haltestelle. Es gab ja nur die beiden Stellen am Fernmeldeturm und am Herzogried. Und wir hatten also auch die Situation, hier sehen Sie eine Zugziel- oder eine Signalanlage, neueste Technik. Diese Technik kam erst Jahre später bei der Straßenbahn zum Einsatz. Es ist ein Blocksystem, das also ein Auffahren der unterschiedlichen Fahrzeuge aufeinander verhindert wird. Der Erfinder dieses Aerobusses wollte uns hier ein System andienen, das die Fahrzeugdistanzierung über Radar erfolgt wäre. Damit war natürlich die Aufsichtsbehörde in Stuttgart nicht einverstanden. Bei uns war es in Mannheim natürlich so, wir sind wie die Mutter zum Kind gekommen zu diesem Aerobus, weil der Oberbürgermeister Ratzel hat für die Bundesgartenschau ein Verkehrsmittel gebraucht, womit er die beiden Teile Herzogenriedpark und Luisenpark verbinden sollte. Ursprünglich war dort eine Straßenanbindung vorgesehen über die Hochuferstraße, aber das war natürlich eine wesentlich elegantere Möglichkeit und deswegen hat man sich eben entschieden für das System Gerhard Müller aus Dietlikon aus der Schweiz. Aber der Mann war ein Seilbauer, der hatte auch die Kabinen dermaßen filigran konstruiert und auch die ganzen Antriebsmotoren etc. und auch die ganze Fahrwerkstechnik. Wir sind zum Beispiel hier auf vier Seilen gefahren. Das heißt, es waren 8 Elektromotoren pro Aerobusfahrzeug und wir haben nur eine Mantellinie dieses Seiles befahren. Und das ist sehr schwierig, wenn eine Straßenbahn oder ein im öffentlichen Nahverkehr eingesetztes Fahrzeug muss an sich eine zweite von der Reibung zwischen Rad und Schiene unabhängige Betriebsbremse haben. Es sieht das bei der Straßenbahn so aus, dass ein Magnet auf das Gleis kommt und dann gibt es eine Bremsverzögerung von etwa 3 bis 4 Meter Sekundenquadrat. Das heißt, wir müssten die Fahrgäste fast an Seil anbinden, damit sie da nicht durch die Gegend fallen. Es war natürlich, hat sehr gut ausgesehen hier, aber ich möchte sagen, dieses System, das in Mannheim der Bundesgartenschau vom 14. April bis zum 19. September 1975 zum Einsatz kam, hat mit dem Erfinder Gerhard Müller sehr wenig nur noch zu tun, denn wir mussten, um die Betriebsgenehmigung zu erhalten, die Erforderung, das gucken Sie mal, das ist ein Stromabnehmer, der von uns praktisch neu reingebracht wurde. Die Müllersche Fahrleitung sah aus, die war unter den Fahrseilen in 10 cm Abstand. Dort sind Überspannungen aufgetreten, die also zu Rissen in den Fahrseilen, die also effektiv befahren wurden, aufgetreten. Und wenn Sie bei einer Seilbahn keine Überprüfungsmöglichkeit der Seile haben, dort gibt es magnetinduktive Verfahren, die also dazu führen, zu sagen, das ist noch genehmigungsfähig oder das Seil ist noch in Ordnung, dann müssen Sie bei mehr als 4 bis 5 Brüchen pro Meter müssen Sie die Bahn stilllegen. Das hätte in Mannheim dazu geführt, dass man bei einem derartigen Fall dann den Betrieb hätte einstellen müssen und das gesamte Tragwerk beseitigen müssen. Das heißt, der OB Ratzel hatte das Problem
er war praktisch in der, der Müller aus der Schweiz hatte ihn in der Hand. Denn der Müller hat gesagt, hier hast du mein System, damit musst du klarkommen, fertig. Wir sind nachher vor der Aufgabe gestanden, ja, also so kann das nicht fahren. Dann hat der Oberbürgermeister gesagt, MVG, ihr habt die Aufgabe, ihr müsst mir dieses Ding fahrbereit machen. Das hat zum Zerwürfnis geführt. Der Müller hat gedroht, er geht in Konkurs. Also zur Bundesgartenschau hätten wir mit keiner Bahn rechnen können. Insofern waren wir anderthalb Jahre vorher in der Lage, wir müssen jetzt sehen, wie wir das Ding auf die Reihe bekommen. Da hat es 7 Hauptprobleme gegeben. Ich möchte es nicht im Einzelnen erläutern, das wäre zu aufwendig. Unter anderem hatte er die Fahrleitung, das ist ein Rillenfahrdraht mit 100 oder 120 mm Quadrat, der mit 750 Volt, also ist eine Spannung 750 Volt drin, und wenn Sie hier fahren, dann können Lichtbögen entstehen, das ist auch in starkem Maße passiert. Es kann bei großer Hitze, können diese Kupferseile zwischen den Aufhängepunkten durchhängen. Das hat dazu geführt, dass der Oberbürgermeister dann im Juni 1974 wegen solch eines Überschlagens dieser Fahrbahn, dieser Fahrleitung, praktisch unterwegs aussteigen musste. Das hat ein sehr schlechtes Image für die Hochbahn gegeben oder für den Aerobus, und niemand hat mehr dran geglaubt. Aber wir mussten diese 7 Hauptprobleme in den Griff kriegen, koste es, was es wolle. Es war eine teure Angelegenheit. Und der Müller war uns so gram, dass er uns mit einer Patentklage gedroht hat, die nachher auch nach der Bundesgartenschau 10 Jahre praktisch angedauert hat. Das positive Ergebnis der Bundesgartenschau 75, wo wir also 8 Millionen Besucher hatten, das gab es in der Bundesrepublik noch nie, bis zum heutigen Tag nicht, weder in Berlin noch in Stuttgart noch in München oder weiß Gott wo. Und wir hatten Hunderttausende von Fahrgästen, die sind 2-3 Stunden zum Teil angestanden, um dort eine Fahrkarte zu bekommen, um diese 12,5 Kilometer von Herzogenried nach dem Luisenpark zu fahren. Das waren alles begeisterte Leute, aber man konnte denen nichts sagen. Das sind 12,5 Kilometer. Ja. Nehmen Sie es als gegeben. rechnen Sie mal bis zur Feuerwache, von der Feuerwache bis über den Neckar, und das ist die Hälfte der Strecke. Das sind 6 Kilometer. Also hin und zurück 12,5 Kilometer. Genau. Nein, eine Strecke vom Herzogenried bis zum Fernmeldeturm 12,3 Kilometer. Spielt auch keine Rolle. Nein, hin und zurück nicht. Nein. Ich kann Ihnen nachher einen Plan zeigen, wenn Sie möchten. Da ist es genau verewigt. Aber was ich sagen wollte ist, das positive Ergebnis, die Bevölkerung war total begeistert, und die haben uns fast gesteinigt, als es hieß, wir bauen die Strecke ab. Aber wir mussten die Strecke abbauen, weil es waren temporäre Anker, die nur für die Dauer der Bundesgartenschau angelegt waren. Das heißt, wir hatten ein Seilsystem, das vorgespannt war, dass das Fahrzeug, der Aerobus, eine geradweglinige Lastwegkurve beschrieben hat. Wir konnten ja nicht eine Berg- und Talfahrt den Leuten anbieten, dass sie da Angst kriegen und dass ihnen schwindelig wird. Sie hatten also im Fahrzeug das Gefühl, sie fahren eine geradweglinige Lastwegkurve, die war es ja auch, und es war ein angenehmes Fahren. Und wie gesagt, wir hatten echt Probleme, als wir dran gingen, die Dinge zu demontieren. Und die wollten mit aller Macht, das muss stehen bleiben, gab da viele Aktionen, aber sei es wie sei, es ist Vergangenheit. Aber die vielen Erfolge, wir hatten weit über 300 Besuchergruppen aus aller Welt. Wir hatten zum Beispiel einen Staatspräsident Luis Herrera aus Venezuela, das später im Jahre 80, 81 dazu geführt hat, dass diese Planungsgruppe Hochbahn, die aus der Düsseldorfer Waggonunion, Waggonfabrik Uerdingen bestand, aus der westdeutsche Zeltverleih Koch, der die Bundesgartenschaubahn finanziert hat, der MVV Verkehr AG, und einer Firma Baltensperger, die schon damals zur Aerobus-Zeit für den Schweizer Müller, für den Erfinder dieser Bahn, die ganzen Stahlkonstruktionen gebaut, erstellt und konstruiert hat. Diese Erfolge und das
Aufsehen bundesweit und auch weltweit. Wir können sagen, es war auch Forschungsminister Volker Hauff zum Beispiel in den späteren Jahren dann bei uns, der hat gesagt, baut das Ding, ich gebe euch 350 Millionen, da habt ihr sogar den Rückbau noch mit drin dabei, falls es den Leuten nicht gefällt. Und der Tenor der Besucher war im Allgemeinen, wunderbar, bauen Sie so eine Strecke und betreiben Sie die und dann kommen wir wieder und werden sehen, ob das einen Auftrag gibt. Das hat dazu geführt, dass diese Gesellschaft sich zusammengefunden hat. Und wir haben dann im Jahre 78 die Teststrecke gebaut von etwa 600 Meter Länge, von der alten Kochhalle im Herzogenried bis zur Max-Joseph-Straße. Nur, weil wir ja bei dem Aerobus ein System hatten, wobei wir auf Seilen gefahren sind. Wir haben also nur eine Mantellinie dieses Seiles befahren mit Gummirädern. Haben wir gesagt, so können wir nicht gesichert bremsen. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Hohlkastenprofilfahrbahn, die mit diesen 42 mm Durchmesser Seilen unterspannt war. Das ganze System hatte eine Vorspannung von ca. 600 Tonnen. Und diese Anker, die mussten wir also jedes Jahr überprüfen. Das heißt, man musste diese Anker abheben mit Pressen. Und dann musste man sehen, dass wenn das hält, hat man es wieder zurück aufs Fundament gelassen und wir hatten dann wieder ein Jahr Verlängerung bekommen. Das ging ja dann fast 10 Jahre, bis wir dann die Hochbahn zurückgebaut haben, die Teststrecke, die dann mit einer neuen Fahrbahn versehen war. Und diese neue Fahrbahn, das war eine 120 mm mal 120 mm Hohlkastenprofilfahrbahn, die wir zunächst so befahren hatten. Wir haben aber dann Probleme gehabt, wir hatten ja keinen normalen Fahrgastbetrieb, sondern immer nur auf Besucher reagiert. Hier waren Leute aus San Diego, hier aus New Orleans, aus Shanghai, der oberste Verkehrsminister. Wir hatten Leute, viele verschiedene Berufssuchergruppen aus Venezuela. Man muss nur mal die Presseberichte aus dem Jahr 80, 81 oder noch früher anschauen. Das waren auch weit über 200 Besuchergruppen, die uns da die Türe eingerannt haben. Aber der Tenor war: Bauen Sie so eine Strecke im Betrieb mit Fahrgästen und betreiben Sie 1-2 Jahre und dann kommen wir wieder. Denn das Problem zum Beispiel bei uns und auch im Ausland, in der ganzen Welt, ist, Sie müssen von der Planung bis zur Ausführung, Finanzierung und bis zur Inbetriebnahme dieser Strecke, das müssen Sie in einer Legislaturperiode durchbekommen, sonst kriegen Sie das in der dritten Welt nicht hin. Wir haben das weder in New Orleans geschafft, wo heute eine alte, uralte Straßenbahn am Riverwalk fährt. Wir haben das in vielen anderen Strecken. Und so hatten auch die Venezolaner gesagt, die haben also eine Universitätsstadt namens Merida in den Anden uns angeboten. Dort haben wir also geplant. Ich war selbst 4 Wochen dort vor Ort. Und dort gab es die herrliche Möglichkeit, dass wir den Rückstrom, der normalerweise in Widerständen als verbrannt wird, den Rückstrom hätten wir rekuperiert, das heißt, wir hätten ihn zurückgeführt, dass er für die Fahrzeuge, die mal bergan fahren, das war eine 8%ige Strecke, das sind Verhältnisse wie in Stuttgart zum Beispiel. Für Reibungsbahnen ist das absolut ein Limit. Und das wäre dort ideal gewesen, aber da finden alle 4 Jahre Regierungswechsel statt und wir hatten 3-mal in Folge, hatten wir also, oder 2-mal Besuchergruppen, die wieder vollkommen neue Leute waren. Die mussten wieder neues Genehmigungsverfahren und. Und das war die Krux. Und dazu war Mannheim nicht bereit, auch aus verständlichen Gründen, weil Mannheim hat einen Straßenbahnbetrieb, Mannheim hat einen Busbetrieb und da kann man sich nicht von der Wartung und der Haltung ein drittes System leisten. Deswegen wäre es ideal gewesen, man hätte das woanders bauen können, aber wen wollen Sie dazu bewegen? Jeder sagt, ihr habt das doch hier mitentwickelt, warum macht ihr das nicht selbst? Und wir hatten zum Beispiel dann auch den Vorschlag, ein altes Projekt, und damit kommen wir zur Gartenstadt, die Anbindung der Gartenstadt auch an eine Straßenbahnlinie direkt von der Stadtmitte. Das Projekt gibt es schon seit 1928. Immer wieder mal hat man es aufleben lassen durch verschiedene Verkehrsmittel. Unter anderem war dann auch eine Anbindung vorgesehen von dem Abzweig, der heute dort gebaut ist, an der Bonifatiuskirche. Und dann kam, nachdem der Aerobusbetrieb und die Hochbahn so gut gelaufen sind, die Sache, können wir das nicht mit der Hochbahn erschließen?
Das war auch dann Gegenstand einer Planung, eines Planungsauftrages an das Büro, Dr. Spiekermann, Dr. Schlegel Spiekermann, Düsseldorf. Wann genau war das, Herr Rommisch? Das war im Jahr 81. Die kamen zur Auffassung, das ist sehr wohl eine Sache, die sich rechnet. Wenn Sie heute die Preise mal vergleichen würden, ich kenne zwar nicht die aktuellen Preise, die jetzt, sagen wir mal, die Anbindung der Gartenstadt auf dieser Weise jetzt, was das kostet, aber für uns waren damals Kostenermittel zwischen 55 und 60 Millionen, inklusive der Fahrzeuge, die dafür benötigt würden. Die Trasse war vorgesehen über die IGMH von der Innenstadt, über die Trasse, die jetzt auch die Straßenbahn nimmt, bis zum Stillen Weg und von dort eine Alternative durch den Herrschaftswald sinnigerweise bis hier zu dem Friedhof, also bis zu diesem Bereich. Und wenn man zurückgeht in der Geschichte, es gab im Jahre 1970 von einem Professor Pampel im Rahmen des Generalverkehrsplans ein Projekt, da wäre die B-Linie von Neckarau West bis Gartenstadt gegangen, dann unter dem Taunusplatz hindurch bis hier an diese Stelle, alles unterirdisch und von hier hätte man die Schönau angebunden. Das hätte also, irgendwie war das schon sinnig. Aber der Pampel hat auch gesagt, es gibt auch eine Möglichkeit, Mannheim mit U-Bahnen zu versorgen. Aber das waren 3 Schuhnummern zu groß für Mannheim von der finanziellen Seite her. Das hätte eine dreifach Untertunnelung des Paradeplatzes zur Folge gehabt. Und das war also nicht durchzusetzen und auch von den Kosten her nicht zu finanzieren. Das heißt, Sie haben jetzt sozusagen schon ein bisschen, was meine nächste Frage gewesen wäre, schon fast ein bisschen mitbeantwortet. Verstehe ich das richtig, dass wenn Sie jetzt sehen, wie die Nordbahn hier gebaut wird, dass Ihnen sozusagen als quasi Hochbahn-Experte Ihnen das Herz blutet und sagen, hätten wir doch unsere Hochbahn hier gebaut? Ja, man muss Folgendes sagen. Mein Chef, ein Stadtoberbaudirektor, der war praktisch ein Verkehrsexperte, der gehört wurde in Deutschland. Solche Leute sind anfeindbar. Und das ist ein schwieriges Thema, das in die Politik abgleitet. Deswegen, das sind Internas, warum das hier nichts wurde. Es gibt prominente Leute, die an der Strecke hier, sagen wir mal, ihre Heimstätte hatten, die waren natürlich alle nicht sehr begeistert, dass dort ein möglicherweise lärmendes Element vorbeiführt, obwohl hier der Nachweis erbracht war, dass das wirklich nicht der Fall ist. Und es musste dieses Gutachten von Dr. Schlegel und Spiekermann praktisch eingestampft werden. Es durfte nicht veröffentlicht werden. Obwohl dort von den preislichen Vorstellungen her, ich sagte Ihnen ja 55 und 60 Millionen, nehmen Sie mal Faktor 3 oder 4, wenn es reicht, für das heutige System. Also das spricht Bände. Also, aber ich kann es nicht ändern. Also es waren keine technischen Gründe. Nein. Das steht fest. Nein. Es geht ja, die Legende ist ja, dass es gab ja mal eine Fahrt, da war Obi Ratzel mit dabei und da gab es eine Betriebsstörung, wenn ich mich recht erinnere. Das ja, ja. Und das wäre dann in der Legendenbildung, ist das natürlich so der Grund gewesen, dass das irgendwie nicht Fuß fassen konnte. Hier. Gut, dass Sie das sagen. Das ist so eine Legendenbildung, die kann ich Ihnen aber sofort, weil ich das erwartet habe, kann ich Ihnen widerlegen. Denn das sind die Dinge, das sind die Dinge, die man der Hochbahn negativ angelastet hat. Ach Gott. Der Ratzel ist hier aus der Bahn gestiegen, weil die Kupferfahrleitung, wenn es 27 Grad heiß ist, dann dehnt sich die Kupferfahrleitung durch. Das hat dann durch die Befahrung so geschlingert, dass die in Berührung kam mit den Seilen, die nur 10 cm drüber waren. Wir haben beim Aerobus ja schon eine Fahrleitung gehabt, die sich 60 cm über der ganzen Geschichte befand und somit keine Gefahr darstellte. Und wenn ich Ihnen das Bild also zeigen dürfte, der Ratzel geht singenderweise aus diesem Bus heraus im Bereich Max-Joseph-Straße. Dabei ist der Herr Haas, der damalige Leiter der Bundesgartenschau. Er hat uns sehr, sehr unterstützt. Und das sind diese Legendenbildungen. Der Ratzel war einer der größten Förderer, ebenso auch wie die Oberbürgermeister Farnold und Widder. Von der Seite haben wir in keinster Weise Probleme bekommen. Die haben uns mit jeder Faser ihres Herzens unterstützt. Die waren absolute Befürworter. Und das sind diese Nebensächlichkeiten. An sich ist es ein System, wenn man das sieht,
ich fände, es wäre gut gewesen, man hätte es irgendwo mal realisieren können. Ach, da habe ich jetzt zufällig. Schauen Sie, das ist zum Beispiel ein Bild. Hier sehen Sie die Fahrleitung direkt hier drunter. Hier sind 750 Volt angestanden. Durch die Befahrung, da ist der Strom immer gehüpft, wissen Sie? Da ist er nicht kontinuierlich. Da hätte man eigentlich eine Nebensächlichkeit. Ja, ja. Ein winziges Detail. Das wird hochgepusht. Scheitern kann. Ich würde gerne noch mal ganz kurz sagen, der große Unterschied zwischen dem, was ich jetzt vorgestellt habe, einer normalen Seilbahn und diesem System war, dass die Seilbahn ein Stetigförderer ist, also wie ein Paternoster funktioniert. Sie stehen da und da kommt die nächste Kabine schon an und dann, wenn die voll ist, also unsere Koblenzer Kabinen packen 35 Leute, da können 7 Fahrräder rein, da können 3 Rollstühle rein, also große Kabinen. Dann sehen Sie die nächste schon 70 Meter weiter ankommen. Das ist der große Unterschied hier. Das funktioniert im Prinzip nicht, dass Bahn an Bahn an Bahn an Bahn kommt, sondern zwischen den Bahnen sind die Abstände, die man auch von der Straßenbahn kennt. Das ist der große Unterschied, weswegen eigentlich Seilbahnen beim Publikum sehr beliebt sind, weil sie eigentlich nie das Gefühl haben, huch, wann kommt jetzt wieder was, sondern da kommt dauernd. Wie beim Paternoster, Sie kennen die Dinger in den Hochhäusern, wo eine Kabine an der nächsten immer reihum läuft. Und es ist ein Umlaufsystem. Also die Kabine am Ende dieses Systems ist immer so eine große Scheibe, wo das ganze Ding wendet und dann wieder zurückfährt. Das ist der Unterschied zu den Systemen, wo Sie im Prinzip auf der Strecke nicht 20 Fahrzeuge nacheinander bringen können, sondern ich weiß nicht, wie viel Sie im Einsatz haben. Sie hatten 8 Fahrzeuge im Einsatz. Sie haben ja auch gesagt, dass es dann etwas Wartezeiten gab, wenn plötzlich Zehntausende auf einmal gleichzeitig damit fahren wollen. Das ist der Unterschied. Bei den Seilbahnen kriegen Sie so eine Leistungsfähigkeit im Querschnitt zwischen 5.000 und 7.000 Personen je Stunde und Richtung. Das haben wir mit 15.000 für uns berechnet. Weil sie größere Fahrzeuge haben, aber weniger Fahrzeuge gleichzeitig im Umlauf. War das eigentlich am Ende, weil ich bin damals nicht damit gefahren, war es am Ende, wie kamen die wieder zurück? Waren das 2 Richtungsfahrzeuge? Oder? Wir hatten Weichen eingebaut. Ja. Das stellen Sie sich mal vor, das hat der Müller nicht vorgesehen. Ja. Das ist schon mal ein Problem für sich, was eine Weichenkonstruktion für solch ein System, wo Sie plus minus, das begegnet sich ja dann, wenn die Weiche verschwenkt. Also ich möchte die Themen hier nicht erörtern. Es gibt hier Ingenieurbüros in Mannheim, ein Statikbüro namens Spee, der hat uns geholfen. Hier sind also Dinge passiert, man darf es heute vielleicht andeuten, aber in der Max-Joseph-Straße sind zum Beispiel M36er Schrauben wie nix geplatzt. Ich vergesse es gleich wieder. Ich wollte nur sagen, wir hatten sehr, sehr viel, 7 Hauptprobleme, aber 100 Nebenprobleme. Und das konnte man der Bevölkerung nicht sagen, sonst hätte sie das Vertrauen verloren und hätte gesagt, was lässt die hier auf die, lasst die hier auf die Menschheit los? Wissen Sie, aber wir haben deswegen die Teststrecke gebaut und haben dort diese Fehler eliminiert. Und schon der Aerobus, der in Mannheim zur Bundesgartenschau im Einsatz war, hat nicht das Recht, praktisch für den Erfinder zu sprechen, denn der Müller hat beim Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten eine Studie in Auftrag gegeben unter dem Titel Aerobus Mannheim Müller. Und das ist schon eine Verleumdung gleichzusetzen. Deswegen hat er uns dann noch patentmäßig verklagt. Wir sind zum Landgericht, Oberlandesgericht, Amtsgericht und Bundesgerichtshof und zurück. Es ist ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Jetzt haben wir ja hier eine aktuelle, oder der Grund, warum wir ja heute hier sind, ist sozusagen, weil es eine aktuelle Situation gibt, dass hier diese Nordbahn gebaut wird, die aber umstritten ist. So, das heißt, wir haben hier relativ deutliche Bürgerproteste auch dagegen, zumindest gegen die direkte Ausgestaltung dieser Straßenbahn, so wie sie jetzt ist. Herr Rongisch, Sie kennen wahrscheinlich den Disput, Sie kriegen das natürlich, mit. Glauben Sie, hätte das einen Unterschied gemacht mit einer anderen Technologie? Also zum Beispiel, wenn das eine Hochbahn gewesen wäre, oder hat das damit gar nichts zu tun? Ja, auf jeden Fall wäre es sehr viel billiger gekommen und wir hätten sehr viel weniger Ärger gehabt, denn wir hätten auch diesen Punkt hier angefahren. Aber wir hätten weniger Ärger gehabt, warum? Also was ist der Unterschied, was hätte man damit besser machen können? Wer hätte etwas dagegen, wenn in der Plus-1-Ebene
ohne jemanden zu stören, fahren Sie mal heute mit einem Bus durch den Herrschaftswald oder durch egal welche Straße, die der linienmäßig befahren muss. Der Mann tut mir leid, ich möchte nicht mit dem tauschen und 8 Stunden hier vor jedem Auto abbiegen und den durchlassen und das hier und mich da beschimpfen lassen. Das wird doch immer schlimmer jeden Tag. So kann es doch im Prinzip nicht weitergehen. Im Prinzip. Aber es ist halt so. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied, wo die Deutschen sehr sensibel sind. Das unterscheidet uns wieder von anderen Völkern. Nämlich das Problem, dass von oben aus der Höhe Menschen auf mein Grundstück, in mein Wohnzimmer, in mein Schlafzimmer gucken können. Ja. So, das ist ein Problem, was die Seilbahnplaner erst lernen müssen, weil die normalerweise wie der Ingenieur einfach quer über alles rüber wollen. So, man sieht das hier, hier verläuft die Bahn im Straßenraum und das entspricht der Hamburger Hochbahn oder vielen anderen Hochbahnen. Wer in Paris mit der U-Bahn Nummer 5 fährt, der fährt auf viele Kilometer auf einem Damm, wo man natürlich wunderbar, also das ist eigene Stimmung. Aber in Deutschland gibt es so das Grundrecht, kein Mensch darf mich sehen. Also deswegen lassen wir ja auch alle die Rollläden runter und verbarrikadieren uns. Und damit muss man umgehen. Das ist natürlich, wenn Sie auf der ebenen Erde fahren, nicht so ein großes Problem, weil da hat jeder seine hohen Zäune und sich gewissermaßen abgeschirmt. Bei den Seilbahnen ist es noch viel schlimmer, weil wenn Sie über Grundstücke, Privatgrundstücke drüber fahren, in Wuppertal ist gerade eine Seilbahnplanung im Gang. Da gibt es die erste große Bürgerinitiative von Hauseigentümern, die eben sagen, nee, das wollen wir aber nicht, dass da jemand über unser Grundstück oben drüber fährt. Also das ist eine typisch deutsche Befindlichkeit. Wenn man im Moment mal nach La Paz geht, das ist weltweit die Stadt mit der ambitioniertesten Seilbahnplanung. Die haben innerhalb von 1,5 Jahren 3 neue Seilbahnen gebaut. 3 weitere sind in Bau. Aber da sind wir in Lateinamerika. Also da fragt keiner, willst du hier irgendwie was über dir haben oder nicht, sondern der Präsident hat entschieden, La Paz kriegt seine Seilbahn, also zack, wird sie gebaut. Sowas wird in Deutschland nicht gehen. Und deswegen müssen die Planer, wie in diesem Beispiel ja auch sehr schön, sie sind im Wesentlichen ja, deswegen ist es auch vergleichbar mit einer Straßenbahn, sie sind den öffentlichen Räumen gefolgt. Über den Fluss, okay, da sind sie rüber, aber ansonsten sind sie immer längs der Straßen. Und das ist wieder ein Vorteil ihres Systems verglichen zu einer normalen Seilbahn. Wer ein Seil spannen will, der weiß, ein Seil kann man nicht einfach um die Ecke spannen. Also das geht eigentlich immer nur geradeaus. Man kann da helfen, das haben Sie ja auch gemacht. Tolle Bilder übrigens. Wenn Sie dann eine Führungsschiene machen, dann können Sie auch mit einem Seil um die Kurve fahren. Aber das musste ich, also ich arbeite mit den Seilbahnherstellern zusammen, das muss ich den Ingenieuren erst beibringen und sagen, verdammt nochmal, ihr müsst lernen, Kurven zu fahren. Wozu brauchen wir Kurven? Die kennen das nur vom alpinen Bereich, Talstation, Bergstation, gerade Linie, zack, bumm. So wie in Barcelona auch. Ja, natürlich. Und das Zweite, was die Systeme unterscheidet, sind die Haltestellen. Mit einer Seilbahn, da gehört es praktisch zum Wesen der Seilbahn, dass es immer mal wieder runtergeht, weil Sie die Haltestelle ja möglichst ebenerdig haben wollen. Wenn Sie die Haltestelle wie bei der Wuppertaler Schwebebahn auf dem Plus-1-Niveau haben, dann brauchen Sie ja riesen Bahnhofskonstruktionen. Da müssen, bei der Wuppertaler Schwebebahn waren das früher große Treppen rechts und links hoch. Heute sind da Aufzüge eingebaut worden, aber das ist ein sehr aufwendiges System. Das unterscheidet Sie von der normalen Straßenbahnhaltestelle hier um die Ecke, die relativ schnell und leicht gebaut ist. Also das sind so typische Systemunterschiede. Und mit dieser Bahn hier wäre es schwer gewesen, mal eben runter aufs Nullniveau zu kommen. Das wäre meine Frage nochmal gewesen. Die Haltestellen, hier ist so ein Bild, wie sind die am Ende wirklich gebaut worden? Sahen die so aus? Im Film sieht man das nicht genau. Ja, hier wäre es beinahe drauf, aber das war also eine Haltestelle, die war 60 Meter lang. Da konnten also die Fahrzeuge anhalten, die Leute den Fahrgastwechsel vonstatten gehen lassen. Dann konnte aber das, es war ein Podest irgendwie. Ja, ja. Es war ein Podest, dann, ja, genau. sind sie in eine Weiche eingefahren, ja. Ja, und dann konnten sie auf die andere Fahrspur wechseln. War also eine, da sieht man übrigens die Gesamtstrecke, irgendwo ist da so ein Bild aufgezeigt. Ja, hier.
Da waren, hatten wir eine 9, das war die Teststrecke, aber ja, wir hatten, als wir den Neckar überquerten, das ging ja hier rüber zum Fernbedienung, ja, hatten wir eine 90-Grad-Kurve, ja, da mussten wir bis 15 km/h runter oder 5 km/h und dann ging es weiter Richtung Fernmeldeturm wieder. Über die OEG, die hat mit, ist mit 500 Volt gefahren, Fahrleitungsspannung. Also war eine sehr diffizile Geschichte, auch im Montagebereich und im Demontagebereich. Aber es gab ja dann eben die Teststrecke, also eine Erprobungszeit. Hat diese Gesellschaft eigentlich jemals einen Aerobus verkauft? Das wurde eine Aerometro AG gegründet von den Schweizer Partnern der Firma Baltensberger, deren wir zur Seite standen. Wir waren ja dann auch aktiv. Ich habe mir in New Orleans das angeguckt, aber das war zu kurz. Das waren nur 2 Jahre und das war zu wenig. Ich habe nachher 5 Jahre später gesehen, dort haben sie eine uralte Straßenbahnlinie, die sehr stark frequentiert wird, installiert am Riverwalk. Und das hätten genauso gut die Hochbahn Mannheim machen können. Ich wollte noch mal zur Hochbahn sagen, wir haben ja nachher ein Vierkant-Hohlkastenprofilfahrbahn befahren und das hatte den Vorteil, das konnte beschichtet werden mit Epoxidharz und sie konnten Silizium oder Elektrokorund einstreuen, um, sagen wir mal, eine gute Bremsung zu erreichen. Denn es war ja wichtig, dass wir gut fahren können, aber es ist auch wichtig, dass man gut bremsen kann. Und das war eine wesentliche Forderung der Aufsichtsbehörde, das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr, für die Genehmigung der Hochbahn. Ich würde gerne kurz noch mal, bevor wir sozusagen ganz in die Ingenieurdetails abtauchen, nochmal vielleicht Herrn Egermann nochmal bitten, sich kurz nochmal einzumischen. Wir hatten in der Vorbereitung für diesen Termin heute auch ein Gespräch sozusagen über die Diskussion um die Stadtbahn hier. Wollen Sie vielleicht mal sozusagen in ein paar Takten einfach nochmal kurz zusammenfassen, was sozusagen der Stein des Anstoßes hier konkret war, also was sozusagen das Problem war, was diese konkrete Trasse, so wie sie jetzt geplant und umgesetzt wird, sozusagen hier an Kritik hervorgerufen hat. Und dann kann man vielleicht nochmal sehen, inwiefern ist das tatsächlich was man technisch hätte ändern können, zum Beispiel durch eine andere Technik, oder ist das vielleicht einfach nur ein politisches Problem? Ich würde zuerst gern mal eine Jahreszahl korrigieren. Erste Ideen einer Straßenbahn in die Gartenstadt. Die Gartenstadtgenossenschaft hat in ihrem Geschäftsbericht von 1913 den dringenden Wunsch geäußert, eine Straßenbahn in die Gartenstadt zu bauen. Die ersten Häuser in der Gartenstadt sind im November 1912 bezogen worden. Es haben also zu dem Zeitpunkt vielleicht 100 Menschen in der Gartenstadt gelebt. Aber es gab natürlich eine umfangreiche Planung, ein komplettes neues Stadtviertel hier zu entwickeln. Damals wäre Platz gewesen für die Straßenbahn. Jetzt führt man die Straßenbahn durch ein entwickeltes Wohngebiet. Das ist ein großer Unterschied. Sie haben völlig zu Recht gesagt, man braucht die unterschiedlichen Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir in Mannheim haben uns entschieden, einmal für Straßenbahn und einmal für Bus. Die Funktion der Straßenbahn heißt, viele Menschen transportieren und die Straßenbahn fährt von Bevölkerungsschwerpunkt in die Innenstadt zu Bevölkerungsschwerpunkt. Der Bus sammelt ein und stellt Verbindungen her. Wo haben wir in der Gartenstadt einen Bevölkerungsschwerpunkt? Es gibt keinen. Das liegt einfach in der Bebauungsstruktur der Gartenstadt. Sie haben keinen Bevölkerungsschwerpunkt. Deshalb ja auch die Aufteilung. Einmal die vor Jahrzehnten geplante und freigehaltene Trasse zum Stillen Weg, die allein nicht funktioniert hätte. Zum anderen die Trasse jetzt hier in die Waldpforte, wo genau das passiert ist, was Sie, Herr Professor, vorhin gesagt haben. Eine funktionierende Allee wird entfernt. Bestehende Radwege, die fliegen fort. Und viele andere Dinge, die die Menschen als Vorteile empfunden haben, gehen verloren. Wir haben hier beispielsweise einen Verlust an Bäumen, der in der Gartenstadt nicht mehr ausgeglichen werden kann,
der muss in, was weiß ich, 5 oder 6 Kilometer Entfernung am Rhein ersetzt werden. Und man sagt natürlich, wir pflanzen euch viele schöne junge Bäume, aber bis die so groß sind, wie die, die man gefällt hat, und bis die den Effekt entwickeln, gehen Jahrzehnte in die Welt, in die Zeit. Wir hatten hier, bevor überhaupt über Straßenbahn in der Waldpforte diskutiert worden ist, eine, die Idee, einen Einkaufsmarkt hier auf dieser Wiese anzusiedeln. Das wurde vom Gemeinderat mehrheitlich aus ökologischen Gründen abgelehnt. Ich habe die Bäume, die Unzahl von Bäumen, die gefällt worden sind, schon erwähnt. Was man natürlich auch noch sehen muss, das ist die Art und Weise, wie geplant worden ist. Ich wurde beispielsweise gefragt, ob ich mich da als in der Bürgerbeteiligung einbringen würde. Und als Trumpfargument dafür, dass ich das tun soll, hat man mir gesagt, ja, die Agentur XY begleitet dies kommunikativ. Eben diese Agentur XY hat auf ihrer Internetseite gesagt, liebe Kommunen, liebe Planer, ihr könnt planen, was ihr wollt, ich bring's für euch bei der Bevölkerung durch, egal wie. Und genau so ist es nämlich gelaufen. Viele der Angaben, die im Zuge der Planung gemacht worden sind, waren schlicht und einfach falsch. Es wurde behauptet, in diesem Bereich werden 20 Bäume gefällt. Wenn man das abgelaufen ist, hat man festgestellt, es waren 3-mal zu viel. Und das zieht sich durch bis auf den heutigen Tag. Und da muss ich sagen, ich kann dieser Straßenbahn, so sinnvoll sie an anderer Stelle und so wichtig sie an anderer Stelle ist, kann ich hier an der Waldpforte keine Sympathie finden. Dankeschön. Vielleicht kann man noch ergänzen, dass ein Argument für den Bau dieser Straßenbahn nach der Gartenstadt war, dass die Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz absolut auslaufen. Jetzt habe ich aber von Heidelberg gehört, dass dort wiederum Gelder zur Verfügung gestellt werden. Es ist doch ganz klar, man kann doch nicht den öffentlichen Nahverkehr sich selbst überlassen. Hier muss man auch eingreifen und deswegen habe ich es nie verstanden, Herr Egermann. Nun gab es das Argument, dass sozusagen es keine Ballungen hier gibt und deswegen sozusagen Bus mehr Sinn machen würde. Herr Monheim, kennen Sie das Argument, dass man sagt sozusagen, wann macht Bus Sinn, wann macht Straßenbahn Sinn? Wie muss sozusagen ein Vorort strukturiert sein, damit das eine einsetzbar ist und das andere nicht? Also im Grundsatz ist erstmal richtig zu sagen, die Straßenbahn ist das etwas leistungsfähigere Verkehrsmittel und deswegen wird sie tendenziell eher für Verkehrsschwerpunkte eingesetzt. So, das ist aber ein bisschen die Frage, wie die Gesamtnetzplanung hier aussieht. Und da bin ich ein bisschen überfragt, um in die Details zu gehen. Ich sage nur, der Rhein-Neckar-Raum ist in einer gewissen Weise ein Pionierraum und ein exemplarischer Raum für den Schienenverkehr auch in seiner historischen Entwicklung. Die OEG ist gewissermaßen das klassische Beispiel für eine alte Überlandstraßenbahn, die ja eben auch über die Dörfer und in das ländliche Umland geht, als Ringlinie praktisch 2 Oberzentren sehr sinnvoll miteinander verbindet, im Laufe der letzten Jahrzehnte peu à peu modernisiert worden ist. Dann haben wir in Heidelberg eine konventionelle Straßenbahn, dann haben wir in Mannheim eine konventionelle Straßenbahn und wir haben im Rhein-Neckar-Raum nicht, wie in anderen Teilen der Republik, die Stadtbahn-Euphorie mitgemacht. Es war hier mal kurz die Rede von einem Gutachten, was für Mannheim ein großes U-Bahn-System vorgesehen hat. Seien Sie froh, dass Sie das nie wirklich in Angriff genommen haben, weil Sie um den Kostenfaktor mindestens 10 teurer sind, weil daraus resultiert, dass Sie viel weniger Haltestellen haben und weil Sie mit Hilfe einer U-Bahn in Städten dieser Größenordnung tendenziell eher Misserfolg und wenig Erfolg erzielen. Von daher würde ich jetzt vermuten, da müsste jetzt ein Plan an der Wand hängen, dass man mindestens mal aus dieser Straßenbahnstrecke erst dann einen wirklichen Netzsinn macht, wenn man sich überlegt, wie geht es weiter, wo geht sie denn noch hin. Und ich habe auf der Fahrt hierher, ich bin mit dem Radl gekommen, weil mal wieder am Hauptbahnhof die Regionalbahn, die ich eigentlich nach Waldhof zum Bahnhof nehmen wollte, hieß, fällt aus. Naja, habe ich mich halt
in die Linie 1 gesetzt und habe es so gerade mit Hängen und Würgen geschafft. Aber von der Linie 1 aus habe ich mindestens an 3 Stellen alte Straßenbahngleise liegen sehen, die der allmählichen Netzrückentwicklung geschuldet sind, die es auch in Mannheim gegeben hat. Also das Mannheimer Straßenbahnnetz war mal größer, als es heute ist. Und ja, jetzt würde ich sagen, also Sie haben das jetzt sehr stark durch die Brille des Stadtteils gesehen. Und das mit den Bäumen ist wirklich ärgerlich. Also ich habe genug deutlich gesagt, man darf so eine Planung nicht den Ingenieuren alleine überlassen. Da muss stadtgestalterische Sensibilität hin. Da muss man wirklich nach Frankreich gehen, wenn man sehen kann, wie integrierte Konzepte umgesetzt werden, wo Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung Hand in Hand gehen und wo man wirklich sagt, die Straßen sind nachher immer schöner als vorher, die Menge des und der Radverkehr profitiert davon. Also ich sage mal, im Zuge einer solchen Planung Radverkehrsanlagen zu vernichten, ist dann schon, tut weh. Aber wir reden ja nicht nur über das Quartier, sondern wir reden über die Netzlogik und den Netzing. Und da bin ich ehrlich gesagt im Moment überfordert, um jetzt hier vom Hocker mal schnell eine Stellungnahme über die Netzperspektiven der Region zu machen. Ich weiß nur, weil ich selber mal in Heidelberg als Kind gelebt habe, dass diese Mischung von Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, Straßenbahnsysteme, OEG plus S-Bahn plus, also dass das insgesamt ein hochinteressantes Schienenverkehrsmodell ist, wo man, wenn man jetzt Klimapolitik betreiben wollen würde und sagen würde, in Paris werden wir uns einigen, wir müssen deutlich mehr tun in dem Bereich und der Verkehr ist der Bereich, wo sich am wenigsten bewegt, dann würde daraus möglicherweise, jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, ein Masterplan Schienenentwicklung Rhein-Neckar resultieren, indem man dann auch die Frage stellt, wo machen wir vielleicht dann doch mal wieder Hochbahn, wo machen wir Seilbahn. Man macht das als Masterplan für das regionale Gesamtnetz und ja, da bin ich ziemlich sicher, dass man auch die Skeptiker überzeugen könnte, wenn der Verkehrswert, der in diesem Stück liegt, durch das, was hinten dran kommt, dann eben angemessen groß ist. Der andere Punkt, der uns interessiert hat, auch in den Vorgesprächen, war, inwiefern ist denn sozusagen die Idee einer quasi sozusagen zentral ausgerichteten Straßenbahnanbindung, also das heißt das Zentrum, in dem Fall mit dem Mannheim Norden, mit diesen Vororten zu verbinden, eigentlich wirklich das Entscheidende, das, was die Leute wollen. Also die Frage ist es, wir haben immer mal wieder gehört, dass Leute gesagt haben, ja, aber was ist, wenn sozusagen die Buslinien, die jetzt sozusagen Gartenstadt mit der Peripherie drumherum verbinden, also sozusagen nicht zentral ausgerichtet sind, sondern sozusagen mit Waldhof und mit der Schöne und so weiter, wenn die darunter leiden. Und die interessante Frage, die sich daran vielleicht anknüpft, das ist sozusagen eine grundsätzliche Frage jetzt auch, kann man das irgendwie ablesen? Gibt es einen Trend, dass sozusagen der Wunsch nach unmittelbarer Verbindung zum Zentrum in diesen Vororten gar nicht mehr so groß ist, wie er früher mal war? Eindeutig. Also wenn Sie Netzentwicklungen vergleichen, in der Straße haben wir seit 50 Jahren immer neue tangentiale Verbindungen, Ringverbindungen und noch eine Autobahn und noch eine Autobahn. Also die Straßennetze sind längst nicht mehr rein radial. Die Schienennetze sind kurz aber... Kurz um zu klären, radial heißt aufs Zentrum hin ausgerichtet. Radial ist immer ins Zentrum und es gibt keine Querverbindungen, es gibt keine Ringverbindungen. Wie gesagt, die OEG ist hier die große Ausnahme, das ist historisch gewachsen als städteverbindendes Schienenverkehrsmittel, ist eine Besonderheit. Es gibt in dieser Form in Deutschland kein zweites Mal und es ist eine positive Besonderheit. Wenn man jetzt nochmal, ich habe München vorhin erwähnt, ich kann Stuttgart erwähnen, wenn man jetzt einfach mal die Netzentwicklung in Straßenbahnsystemen anguckt, dann sind die meisten Neubau- und Ausprojekte der letzten Jahre nie entweder Verlängerungen nach draußen, also einfach weil die Siedlungsentwicklung wieder ein Stück weitergegangen ist. Die Wendeschleife, viele alte Straßenbahnsysteme enden ja immer mit so einer Wendeschleife, weil man da nur Einrichtungsfahrzeuge hatte. Heute sind fast alle Straßenbahnen Wendefahrzeuge, also die haben einen Fahrstand an jedem Ende und brauchen nicht mehr diese großen Schleifen. Das ist, also wenn man so eine Schleife hat, ist es relativ schwer, mal eben 2-3 Kilometer weiter rauszufahren und die nächste Schleife zu machen. Und ja, wenn Sie mich jetzt fragen, von 100 Straßenbahnprojekten, die ich über die letzten 10 Jahre in Deutschland aufliste, welche Funktion haben die, dann sind es typischerweise Streckenverlängerungen nach draußen. Aber da bleibe ich im radialen Muster.
Und der andere Typ sind, ich nenne es mal entweder Ringe oder Halbringe oder Tangenten, also Querverbindungen, die nicht unbedingt ins Zentrum führen müssen, sondern da gibt es dann irgendwo, ich sag mal, an der Feuerwache treffen sich ja mehrere Linien, da gibt es dann Umsteigepunkte, wo sie in dem Netz sich flexibel bewegen können. Und wenn sie jetzt die beiden Europameister in Straßenbahnen, das ist Zürich und Wien, wenn sie die vergleichen, dann haben sie dichte Straßenbahnnetze mit ganz viel hin und her und kreuz und quer. Und wenn Sie einfach mal die Knoten auszählen, also wie oft trifft sich Straßenbahn A mit Straßenbahn C mit Straßenbahn D oder sowas, dann stellen Sie als großer Unterschied deutscher Netze und dieser Zürich- und Wiener Netze sind, es gibt viel mehr Knoten, es gibt viel mehr Möglichkeiten. Da können Sie sagen, heute fahre ich mal zur Arbeit links rum, morgen fahre ich zur Arbeit rechts rum und übermorgen fahre ich nochmal wieder anders. Und Sie können das aber alles mit Ihren Straßenbahnen machen. So, das wäre für mich eine Fragestellung, die sich für Rhein-Neckar stellt, weil sie nun mal ihr Netz auch von Flüssen geprägt ist, ist ja immer die zentrale Frage, wo geht es über den Neckar, wo geht es über den Rhein. Man hat also Zwangspunkte im Netz. Das war der große Vorteil der Hochbahn, weil sie sagen können, kein Problem, da hüpfen wir einfach. Da ist auch mit zwei Masten und schon bist du über jeden Fluss. Oder ich nehme mal ein anderes Beispiel, wo die S-Bahn, also ich habe für Mannheim Ideen für Seilbahnen durchaus schon entwickelt, weil ich in Walldorf bei SAP gewissermaßen unterwegs war. Und das bisherige S-Bahn-System lässt einfach bezogen auf die vielen Gewerbegebiete, die sie am Rand von Mannheim haben, relativ oft eine große Distanz. Also hier ist die S-Bahn und mein Arbeitsplatz ist nochmal 1,5 oder 2 Kilometer weiter. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben dann ein Bussystem, ein feinerschließendes, was an der S-Bahn gewissermaßen ankommt und dann sie in das Gewerbegebiet verteilt. Sogenannte Quartiersbusse wären das oder Gewerbegebietsbusse. Gilt aber wieder dafür, Busse sind von den Betriebskosten relativ teuer, von den Investitionskosten relativ günstig. Oder Sie versuchen, das wäre in Walldorf ohne weiteres interessant gewesen, Sie versuchen tatsächlich da mit Seilbahnen die Verbindungen herzustellen. SAP war da zwar daran interessiert, aber bisher ist da noch nichts wirklich draus geworden. An was interessiert? An der Möglichkeit, die Gewerbegebiete und auch den eigenen Standort besser anzubinden als bisher. Mit einer Seilbahn? Ja, natürlich. Also die machen ja die gleiche Erfahrung wie jeder große Unternehmer. Ich habe jetzt das 7. Parkhaus gebaut. Demnächst kommt das 8. Die kriegst du auch nicht geschenkt, die kosten viel. Und ich wundere mich, warum ich so viel Stau habe in meinem Umfeld. Baust du noch ein Parkhaus, wird der Stau noch größer, weil die Leistungsfähigkeit unseres Straßennetzes ist begrenzt. Also hört doch auf, wie die Idioten Parkhäuser zu bauen, sondern fangt endlich an, richtig in den öffentlichen Verkehr zu investieren. Und da bin ich bei dem Thema Masterplan, Streckenverlängerungen. Aber da müsst ihr mich im Zweifel beauftragen, meinen Hirnschmalz für einzusetzen. Da muss ich etwas mehr tun, als nur mal eben nach Mannheim kommen und klug daherreden. Da muss dann solide Netzentwicklungsarbeit geleistet werden, was ich gerne machen würde. Also das große Thema ist ja in der modalen Mobilität im Moment. Da zählt man auch praktisch den Mediensprung in Anführungszeichen zwischen Straßenbahn und Hochbahn auch dazu. Also, oder laufen die unter einem? Das ist öffentlicher Verkehr. Also intermodale Mobilität ist die Kombination von Fahrrad und öffentlichem Verkehr. Das machen sie gerade, weil Rhein-Neckar ja Nextbike, also das Fahrradverleihsystem, jetzt gerade einführt. Oder sie machen es mit Bike und Ride oder sie machen es mit Carsharing oder sie machen Park und Bike. Also sie haben in ihrem Kofferraum von ihrem Auto hinten zwei Faltfahrräder und damit sie nicht lange sich ärgern, weil sie am Ziel eh keinen Parkplatz finden, parken sie halt 2 Kilometer weiter, holen ihr Faltfahrrad aus dem Kofferraum und steigen dann aufs Fahrrad. So, das sind alles intermodale Kombinationen. Die Füße sind immer beteiligt, weil sie können kein Auto erreichen, ohne dass sie vorher ein Stück gegangen sind. Und sie können auch kein Auto verlassen, ohne dass sie nachher wieder ein Stück gehen. Das vergessen wir immer. Die Füße sind immer beteiligt. Also, wenn irgendjemand sagt, wir sind alle Autofahrer, ist Quatsch. Das Einzige, was wir wirklich alle sind, wir sind alle Fußgänger. Das merken wir, wenn wir so 8, 9 Monate alt sind, fangen wir mal an zu krabbeln und dann irgendwann lernen wir den aufrechten Gang.
Und mit 18, 19 Jahren haben wir früher gelernt, einmal Führerschein, immer Auto. Heute lernen wir einmal Auto, nicht immer Auto, sondern es gibt ganz viele Menschen, die fahren am Montag mal mit dem Auto irgendwo hin, am Dienstag mit der Straßenbahn, am Mittwoch mit dem Bus, am Donnerstag mit dem Fahrrad. Also das ist Multi- und Intermodalität. Da gehört Carsharing mit dazu. Und dazu gehört eigentlich auch etwas, was bei uns noch auf dem Index steht, sowas wie Uber, also diese neuen Mitnahmesysteme, wenn Sie so wollen, Hightech-Fahrgemeinschaften, wo Sie einfach nur auf Ihr Handy gucken und da hinten fährt gerade einer auch dahin, wo ich will, und dann kommunizieren Sie Flink, miteinander. Flink kommt ja aus unserer genau, Region. Ja, genau, aber die Flink-Geschichten sind im Moment überwiegend noch nicht am Nahverkehr, sondern die sind überwiegend im Fernverkehr unterwegs. So, und wir brauchen eine Variante von diesen Flink und Co. und Blablacar oder wie sie alle heißen, die den Nahverkehr auch mit betreiben. Aber da liegt eine riesen Zukunft, weil der Besetzungsgrad im städtischen Autoverkehr, abgesehen vom Wochenende, ist 1,1. Und da fahren im Was heißt das, der Besetzungsgrad? Ja, durchschnittlich sitzt in einem Auto 1,1 Personen. So, das heißt, in anderen Worten, 160 Millionen Sitze, leere Autositze, fahren täglich durch deutsche Lande. Also eine miserable Auslastung. Und die kann man ja füllen, indem man dich nämlich mit, also Trampen im alten Sinne, aber auf Hightech und auf Tarifbasis. Da wird klar definiert, nimmst du zwei Leute mit, bezahlen die dir, das wäre etwas, was Rhein-Neckar-Verkehrsverbund zu klären hätte, bezahlen die einen Kilometerpreis von, das ist günstiger als ein Taxi, aber das darf nicht gewerbsmäßig machen, sonst haben wir die nächste Demonstration der Taxen, weil so haben die ja auch mit Uber sich angelegt, sondern das darf ein Unkostenbeitrag sein. Also logisch muss der Mensch, dem das Auto gehört, wenn er da fährt, der muss ja irgendwas zahlen für die Kilometer und da beteilige ich mich dran. Unkostenbeteiligung, aber ich handle das jetzt nicht im Einzelnen mit dem auf, sondern da gibt es eine Tabelle, da steht drin, aha, ich bin jetzt 3,5 Kilometer mitgefahren, also kriegt er 1,70 Euro dafür oder was. Und den nächsten nimmt er auch noch mit und dann verdient der mit Autofahren Geld. Aber kein gewerbsmäßiges Geld, sondern ist einfach, wenn Sie so wollen, Taschengeld. Aber vorhin war ja auch noch ein Argument, dass man sich dann schon als Region oder als Stadt auf bestimmten ÖPNV dann einlässt, beziehungsweise begrenzt. Es sind halt hier Busse und Straßenbahnen, was auch quasi als... Aber das ist zu eng gedacht. Ein Orchester mit nur zwei Instrumenten, das kann keine Symphonie spielen. Also es gibt durchaus Sachen, wo praktisch komplementär eine Hochbahn Sinn macht. Nicht nur eine Hochbahn. Was Mannheim dringend braucht, Sie haben nun mal von der Stadtentwicklung und der historischen Entwicklung ein Busnetz, was nicht wirklich dicht genug ist. Sie brauchen Quartiersbusse. Und wenn ich jetzt wieder draußen im Gewerbegebiet bin, hier hält die S-Bahn und dann muss ich immer noch 1, irgendwas Kilometer zu meinem Arbeitsplatz laufen. Ja, das geht doch nicht. Und jetzt kommt der demografische Wandel. Genau. Jetzt ist ein Drittel unserer Bürgerinnen und Bürger wird demnächst mit dem Rollator durch die Gegend schieben. Und die sollen zu Hause zur Haltestelle 700 Meter laufen, Luftlinie, was am Ende dann bedeutet 1,2 Kilometer wirklich. Und Oma hat aber gerade eingekauft und schleppt 12 Kilo mit sich rum. Und am anderen Ende soll die auch nochmal 1,5 Kilometer. Das habe ich. Das also wenn Oma aber da kommen die selbstfahrenden Autos. Ja, ne? Also deswegen Orchester. Der öffentliche Verkehr darf sich nicht nur auf, weil die Betriebswirte haben das so gesehen. Jetzt haben wir schon eine Werkstatt für Busse, jetzt machen wir noch eine Werkstatt für Straßenbahnen und mehr geht nicht. Quatsch! Also alles muss gehen. Die müssen ja auch neue Computer ein. Haben ja auch nicht gesagt, wir haben jetzt einen Typ Rechenmaschine, das sind die alten, wo man drückt und hebelt, sondern die haben neue Computer gekauft. Also man muss seine Angebote so entwickeln, wie der Markt es gerne hätte. Und dazu gehört Kundennähe. Und Kundennähe bedeutet viel mehr Haltestellen. Ich sage, ein städtischer öffentlicher Verkehr, der wirklich gut sein will, der muss, grob geschätzt, 5-mal mehr Haltestellen haben, als er heute hat. Weil das Kundennähe ist. Und weil in der Reisezeit, da gibt es eine bundesweite Analyse von der Gesamtreisezeit, die Mensch für öffentlichen Verkehr Tür zu Tür verbringt, verbringt er nur 40% im Fahrzeug. Also da sitze ich jetzt drin und werde gefahren. 60% meiner Reisezeit verplempere ich entweder beim Warten oder beim Latschen zur Haltestelle oder beim Latschen von der Haltestelle. Also Reisezeit außerhalb des Fahrzeuges.
Das ist ja eigentlich ein sehr leidenschaftliches, schönes, vielleicht sogar Schlussplädoyer für sozusagen den Ausbau des ÖPNV in Mannheim. Olli, hattest du noch eine Frage, oder gibt es sonst sozusagen vom Publikum jetzt auch noch eine Frage, die jetzt dringend gestellt werden muss? Sonst kann sie auch noch gerne bei Mohrenkopfbrötchen und Senalko gestellt werden. Ich wollte ja noch mal mit meiner, oder ich wäre jetzt mit meiner Individualnummer ums Eck gekommen. Ne? Also da bin ich schon einer, der da großen Wert drauf legt. Ne? Deswegen schieße ich da auch mit dem Roller durch die Gegend. Aber genau das ist es ja. Ne? Das ist aufgrund dieser 60%. Ne? Und insofern, also das ist, genau, das wäre auch für mich wünschenswert. Naja, also Roller sind, ich sag mal, ich habe Bussysteme geplant auch. Also nochmal, ich bin nicht der Hochbahnpapst, sondern mir geht es um die Zukunft des öffentlichen Verkehrs, mit was auch immer er unterwegs ist. Ich habe für Kleinstädte Bussysteme geplant, die erfolgreichsten überhaupt in Deutschland waren, wo es also wirklich möglich war, von 100.000 Fahrgästen im Vorjahr auf 3,5 Millionen Fahrgäste im nächsten Jahr zu kommen. Also richtig, Lawinen sind da in Bewegung. Und was war? 10-mal mehr Haltestellen als vorher, Taktverkehr, Busse, und zwar nicht Busse, die irgendwo durch die Pampa gurken, sondern Busse, die nur die Orte selber bedienen. Rand, Mitte, Rand, Mitte, Rand, Mitte, Pendelverkehr. Und als ich das erste System dieser Art, was in Deutschland an den Verkehr ging, war Lemgo. Als ich das gemacht habe, habe ich mit denen eine Werbekampagne begonnen, wo jeder Fahrgast, der sich ein Jahresabo kaufte, kriegte ein Hackenkuli, heißen die Dinger, ein Einkaufswägelchen, aber nicht in Oma-Design, sondern in futuristischem Design, gewissermaßen als Werbegeschenk. So kann ich mir doch vorstellen, dass ein Verkehrsunternehmen Roller, jetzt bin ich bei diesem kleinen Roller, die man zack in den Rucksack steckt oder sowas, an alle seine mindestens mal Abo-Inhaber gibt. So wie es im Moment ja so ist, dass immer mehr Verkehrsunternehmen die Mietkosten für die Leihfahrräder mindestens mal die erste halbe Stunde für Zeitkarteninhaber umsonst macht. Also wir müssen da Allianzen schmieden. Was unser Problem ist, zu viel Autos. Das müssen wir irgendwie lösen und da müssen wir eben wirklich ohne Scheuklappen mit jedem kooperieren, der dazu beiträgt, dass wir weniger Autoverkehr haben. Was natürlich im Süden leichter ist, wenn weniger Niederschlag ist, immer schöne Sonne und so. Also da ist natürlich schon... Man kann auch Regenkipps verschenken. Ja, ja, klar. Oder Regenschirme. Ja, vielen Dank. Das sieht alles, also hört sich gut an. Da habe ich. Wir brauchen ja auch manchmal auch noch Bewegung. Ne? Ich will gerne Ihren Film mitnehmen. Ich habe einen USB-Stick. Ja, klar. Das würde ich wahnsinnig gerne mitnehmen, weil ich finde den sehr gut. Und wie gesagt, in der Fachwelt ist diese Komponente des Mannheimer Verkehrssystems so gut wie nicht bekannt. Ich wusste das, aber damals habe ich aus irgendwelchen Gründen mir das nicht angeguckt. Und ich bin froh, dass ich das so deutlich jetzt studieren konnte. Vielleicht können Sie Herrn Rongisch auch gleich mitnehmen, weil der erläutert Ihnen das dann alles auch perfekt. Dann haben Sie sozusagen das gleich im Paket. Dann müssen die Leute nicht nachfragen. Wir danken Ihnen beiden sehr, dass Sie teilgenommen haben. Herr Monat, dass Sie angereist sind. Herr Rongisch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke fürs Mitdiskutieren. Und wir sind morgen in der Breitenstraße in U1 T1, reden über Migration. Und wir sind am Samstag als Abschluss dieser Reihe im Zeitraum Exit, unserem Kooperationspartner, der das Ganze auch produziert, im Jungbusch und reden da nochmal eigentlich über Migration beziehungsweise genauer über die Möglichkeiten mit Civic Tech, also sozusagen Technologie für die Bürgerschaft, bürgerschaftliches Engagement auf Technologiebasis, sich einzusetzen in der aktuellen Flüchtlingssituation. Kommen Sie wieder vorbei, wir freuen uns. Vielen Dank.